So, moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zur ersten Folge von der Nordfriesischen Marsch Vierfach, wobei wir heute mit dem Umzug starten. Das Ganze ist Livestream am Donnerstag, den 20.01.22, kann es losgehen. So, moin, moin, geniales Intro wird da gerade geschrieben, danke, danke. Gestern Abend noch lange, lange gebastelt dran. Moin, moin, liebe Leute, moin, moin. Und tatsächlich, ich habe dann gedacht, das Mikro noch rechtzeitig anzuschalten. Ist das nicht schön? Ich muss hier hingucken, ne? Ja, das Ding, ich habe ein bisschen meine Monitore hier gerade sortiert, denn heute ist Umzugszeit, liebe Leute. Wir wollen auf die Marsch. Ich sage danke für eure Subs, danke für den Support. Alle, die gerade schon was in den Pod gebordert haben, vielen, vielen Dank. Und moin an die neuen Leute. Einige haben sie das schon hier irgendwie zum Stream gefunden. Wahnsinn. Gerade gestartet, wie 400 Leute sind am Start. Oh, jetzt muss ich nervös werden. Alter Leute, krass. Ich freue mich, dass ihr euch freut und freue mich, dass euch das Intro gefällt. Das haben Shelly und ich tatsächlich gestern Abend noch gebastelt. Gestern, ja, zwischendurch. Ich habe die Version der Marsch. Ich gucke mal eben in den Mod-Ordner. Hat Stand 4 Minuten nach 8. Ne? Also gerade eben vor 15 Minuten habe ich noch die letzte Version verpackt. Noch dann getestet, dran gebastelt, was auch immer. Stegen 200.000 Bit-Abzeichen erreicht. Danke. Liebe Leute, vielen Dank. Erstmal Kaffee, Prost, bevor wir richtig loslegen hier. Ne? Prost, Prost, moin, moin. Gib mal die Map. Ja. Also es wird noch ein bisschen dauern. Eine Woche, zwei Wochen. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Ist so die halbe Wahrheit. Denke ich zumindest. Ne? Danke, moin, moin, danke, moin, moin, danke, moin, moin. So, um die armen Menschen auf YouTube nicht zu lange zu halten. Was machen wir heute? Also es gibt ein kleines Umzugsvideo, es gibt ein paar Infos, was muss man machen, wenn man schon eben einen Spielstand hatte, den man jetzt mitnehmen möchte. So wie ich eben. Ne? Ich möchte den Fuhrpark mitnehmen, ich möchte unseren Kontostand mitnehmen und auch ein Stück weit die Statistik, die wir uns in den letzten 168 Folgen, glaube ich, auf Orte Belleron erarbeitet haben. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ne, schaut euch die letzte Folge nochmal von Orte Belleron an. Da haben wir alles verkauft, wir haben Kasse gemacht, wir haben Felder verkauft und so weiter und so fort. Wir haben jetzt ja, einen gewissen Kontostand, den wollen wir auf die Marsch transferieren, wir wollen die Fahrzeuge transferieren und dann hoffe ich, dass wir die Fahrzeuge einigermaßen zum Hof kriegen. Ne? Ich sage vielen Dank, Leute, ihr seid ja schon wieder übermäßig krass hier drauf gerade. Skywalker, Steffens, Mr. Stormy, Kaffee, genau, Undertaker, F-Junkie, danke Leute, danke, danke, danke. Moin, moin, vielen Dank für den krassen Support, ne? Super nice, freue mich, dass so viele Leute am Start sind und Bock haben auf ein bisschen NF Marsch vierfach. Wie gesagt, ich arbeite noch dran, sind noch so ein paar Baustellen dazu im Laufe des Streams oder im Laufe dieser oder nächsten Folge ein bisschen mehr Info. Ich habe natürlich keinen roten Faden, ihr kennt mich, ne? Ich habe jetzt hier keinen Masterplan irgendwo liegen, wo ich genau sehen kann, was mache ich jetzt als nächstes. Hier ist ein Stück für Stück durch und hoffe, dass es nicht komplett schief geht. So, vielen Dank, Lulu, danke auch Rufer. Und vielen lieben Dank, gerne, gerne. Danke auch für den Support. Shelly war gestern schon richtig am Rotieren, was die Marschgrundstücke angeht. Auch dafür vielen herzlichen Dank an alle Bewohner der NF Marsch. Mich freut's. Natürlich, dass ihr weiter Bock habt. So, das wird jetzt ein bisschen länger durchlaufen da unten mit den Subs. Ich glaube, ich mache den Sound da mal ein bisschen leiser. So, dass wir zumindest trotzdem noch alles irgendwie hören. Und ich glaube, Soundvideo, das müsste auch an sein. Das geht, glaube ich. So, also, erster ist, wir brauchen einen neuen Spielstand, wenn es auch soweit ist, die Nordfriesische Marsch vierfach veröffentlicht ist. Ihr braucht erstmal einen neuen Spielstand. Danke, danke, danke. Wie 600 Zuschauer, mir wird 400 angezeigt. Alter, ihr seid ja krass übertrieben. Rekord, Twitch-Rekord, Leute, 600 Leute. Alter, krass Dudes. Krasses Teil, Leute. Wahnsinn, vielen herzlichen Dank fürs Reinsetten. Krass. Das ist anderes krass, ne? Ich merke ja Bock. Ich muss Gas geben. So, jetzt muss ich los. Alter, krass. Danke für den Support mit hier 658% Level I5. Der erste Level 5 Pride Train hier. Danke, danke. Ja, Download, wie ich gerade eben schon sagte, ich denke 1 bis 2 Wochen, wenn nicht mehr so viel schief geht. Und es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ne? Die Häuser im Moment, das ist also eine stark schwankende. Die Immobilienpreise auf der Marsch sind fix. Kanalmitglieder, ne, auf YouTube oder Twitch Sub Stufe 3. Alle Infos auf der Homepage. Wenn Shelly jetzt am Start wäre, könnte sie den Link posten, aber ist sie gerade nicht. Ich suche mal selber schnell nochmal den Link raus. NF Marsch. Was ist denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, ich habe das selber auch gehört. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich unter YouTube Kanalmitglieder, oder?
YouTube-Kanalmitglieder zum Beispiel. So, 999%. Komm, die 1000 machen wir noch voll. Danke, ihr seid doch verrückt. Vielen Dank für 1003% Level 5 Hype Train. Danke. So, liebe Leute, also, was machen wir? Ich habe extra gerade eben nochmal aufgeräumt. Ich habe aktuell nur noch den einen Spielstand, den wir mitnehmen wollen. Ne? Wir wollen 903.000 mitnehmen und ein bisschen Statistik und die Fahrzeuge. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen komplett neuen Spielstand. Ich mache mal Spielstand 3, Fahrmanager, Nordfriesische Marsch, aktiviere alle Mods, die ich drauf habe. Das sind aktuell noch gar nicht mal so viele, sieht man jetzt hier einmal kurz in der Übersicht. Kommt bestimmt mit der Zeit auch mehr dazu. Dann starten wir. Kann je nach Rechner natürlich ein bisschen dauern. Die Karte ist schon ein bisschen anspruchsvoll, muss man sagen. Ne? Ist halt ein Vierfach. Was, Alter, krass. Was ist Kurt? Danke dir. Petra, danke dir. Diepololos, danke dir. Ihr seid hammer krass. Krass, krass, krass. Einfach mal wieder krass gegönnt hier an die Community. Natürlich auch für. Danke für die ganzen Bits. Vielen, vielen herzlichen Dank. Leute, ihr seid krass. Über 1000. Was war jetzt der Endstand? Deutlich über 1000 auf jeden Fall. Danke, 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 danke. 1123% mit 634 Zuschauern. Ja, Chapeau, vielen Dank. Krass, danke, danke, danke. So Leute, wollen ja nicht lange... Ja, wie ich jetzt aussehe, ist erstmal egal. Ne? Man kann sich ja später immer noch um. Das kann er eh nicht. Danke, 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 danke. So Leute, da sind wir. Schön ist es doch, aber noch schön leer hier. Ne? Machen wir die Zeit erstmal mal runter, denn... Ist ja, guck mal, die KI fängt sofort an, die Felder zu ernten. Ist echt frech, ne? Sofort fängt die KI an, die Felder zu ernten. Gar keine Chance hier, mir erntereife Felder zu kaufen. Zumindest nicht, was Raps und sowas angeht oder was alles, was angeht, was im August schon geerntet sein soll. Naja, ist dann so. Ja, mir fehlen noch so ein paar Sachen, das komme ich, wie gesagt, demnächst auf zu. Erzähle ich euch, ne? Hier ist noch so ein bisschen Geschichten und so weiter, fehlt noch. Aber... Hier könnte ich mich umziehen, wenn ich wollen würde, aber habe ich jetzt nicht vor. Dann habe ich noch ein bisschen gebastelt und zwar nur kurze Randnotiz. Ihr könnt jetzt hier Saatgut einkaufen, Kalk und Dünger und eigentlich auch Flüssigzeugs. Einmal hier am Bahnhof und einmal hier an der Reifeisen. Das ist nun mal schon mal so ein kleiner Spoiler. Ihr kriegt es in der Menge ein bisschen günstiger, könnt es natürlich dann nicht am Hof so einkaufen, aber man kann es hier eben in Anhänger größeren Ladung kaufen und dann ab dafür. Ne? So, Holger, wie sieht's aus? Fertig schon oder? Moin moin und danke fürs allen euren Support, einfach pauschal an alle. So, gut. Also, ich speichere hier mal. Das wäre mal der erste Schritt. Also der erste Schritt, den haben wir eigentlich gemacht in der letzten Folge. Wir haben unseren Spielstand vorher aufgeräumt. Ne? Wir haben alles verkauft. Holen zurückgezahlt und alles und so weiter und so fort. So, dann switche ich mal kurz den Bildschirm. Also ich mache jetzt auch LS hier mal kurz aus. Kriegt mir nämlich jetzt nichts. Jetzt müssen wir einmal, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Technik. Ist jetzt nicht für jeden interessant, aber zeigt halt den technischen Werdegang eines Umzugs. Ne? So, dafür wechsle ich mal kurz auf Bildschirm rechts. Da sind wir. So, jetzt kann ich auch mal hier rüber gucken. Jetzt sieht es auch fast so aus, als wenn ich in die Kamera gucke. Ne? Tour 1 ist immer noch aktiv, genau, aber schätzt mal so, in 2 Wochen sollte die Karte für die Version 1 am Start sein. Danke, 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 die Leute. Holger fühlt sich immer frisch. Wir schlecht geworden im Kreisverkehr. Der ist gut auf jeden Fall. Danke, danke, danke. So Leute, also was seht ihr? Ihr braucht natürlich den MyGames Farming Simulator Ordner und dort findet ihr SafeGame 1. Das ist das, was wir mitnehmen wollen. Und ihr findet SafeGame 3. Das ist das, unser neuer SafeGame. So soll er nachher werden. Also ich mache mir 2 davon auf. Einmal hier den Mods. So, einmal hier habe ich, sprich, ich mache mal links hier das, was es werden soll. SafeGame 3 soll ja jetzt unser richtiger neuer SafeGame werden. Und SafeGame 1 ist praktisch die Grundlage, wo wir Daten herholen. Welche Dateien brauchen wir? Wir brauchen gar nicht so viele Dateien. Substufe Twitch. Ne, Twitch wäre es Stufe 3. Leute, ihr macht schon wieder. Habt die Alerts kaputt gemacht, oder? Danke, danke, danke. Ich glaube, ihr habt die Alerts kaputt gemacht von wieder. Ihr habt das wieder ein bisschen übertrieben, Leute. Ich mache den Desktop-Sound mal kurz ein bisschen leiser. Ne? Entweder Landwirt, mindestens auf YouTube oder Stufe 3. So sieht's aus. Und immer freundlich bleiben heute, Imps, wieder die Devise im Chat. Wir wird geholfen. Wir haben, ne,
Bei Fragen wird drauf geantwortet und freundlich und so weiter und so fort. Also, was brauchen wir? Wir klicken und gucken nochmal hier, ne? Sind wieder kaputt, ne? Aber es sind einfach zu viel auf einmal gewesen. Danke euch, danke euch, danke euch. Ihr habt es ja auch ein bisschen krass übertrieben gerade, ne? Rekord. Glaubst also Wahnsinn. Fast 700 Leute, krass, Alter, ihr seid verrückt. Das ist mir zu viel, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich nervös. So Leute, also, wichtige Dateien sind auf jeden Fall einmal die, wo sie denn? Farms, mach mal ein bisschen größer, damit es noch ein bisschen mehr und weiß mich anstrahlt hier vom Monitor. Man kann natürlich auch alle Dateien durchgehen, ne? Also Autodrive ist selbsterklärend, bringt einem nichts, weil es eine andere Karte ist, ne? Brauche ich nicht groß was von mitnehmen, ist glaube ich logisch, oder? So, Carrier Safe Game, gucke ich einfach kurz rein und ziehen wir mal hier rüber, damit wir alle sehen, was da denn drin ist. Und zwar in der Carrier Safe Game, ja, sind Spielstand Speicherdaten drin, ne? Und zwar welche Karte, ja, welches Datum. Und was natürlich aber irgendwann interessant wird, sind die persönlichen Spieleinstellungen, ne? Und zwar kann man eigentlich, glaube ich, nach dem Save Date, weiß selber nicht genau, hier schon einmal gucken. Schwierigkeitsgrad ist da eingestellt, Autosave. Ihr seht es, ne? Dementsprechend, ob man düngen muss, ob der Helfer Dünger einkauft beim Düngen oder ob man, ne, Dünger nicht einkaufen lässt vom Helfer. Und das steht zum Beispiel in der Carrier Safe Game Datei. Carrier. So, da sehen wir natürlich also Map, logischerweise, das dürft ihr nicht mitkopieren, das macht keinen Sinn. Safe Date Format, ja, das war gestern halt der Spielstand. Safe Date, das ist halt technisch gesehen hier ab. Hier glaube ich, wir werden ja eh merken, ob das Ganze funktioniert. Macht euch ansonsten eine Sicherheitskopie, wobei ich kann natürlich von meinem jetzigen Spielstand, den ich jetzt hier gerade erstelle, eh nicht viel verlieren. Das muss man natürlich auch klar sagen. Das kopiere ich jetzt einfach. Ich nutze tatsächlich einfach nur einen Standard-Editor, Texteditor dafür. Man kann das natürlich machen, wenn man will. So, hier ist alles schick. Da brauchen wir nichts machen. Hier sehen wir nochmal Statistik. Das ist tatsächlich nur die Statistik am Anfang, glaube ich, wenn man startet. Hat sonst auch keine weitere Bewandtnis. Ich nehme es trotzdem einfach mal mit. So, Slotbla interessiert ja nicht weiter. Das kommt dann, glaube ich, gleich. Hier sind die aktivierten Mods. Ist egal, ich habe gerade eben eh alle Mods aktiviert, also brauche ich da nichts machen. Das war schon Carrier Safe Game. Auf den Chat kann ich jetzt leider nicht gerade eingehen. Ich muss jetzt einmal kurz in Ruhe durchgehen, ne? Sonst mache ich selber zu viel falsch. So, Economy, das ist die Wirtschaft, die brauchen wir nicht. Ist eh, das brauchen wir auch nicht. Tageszeit und ne, was weiß ich. Die Farmlands brauchen wir nicht, weil die sind ja alle, ne? Hier könnte man einstellen, wenn mir jetzt alle Farmlands schon gehören sollten. Also für den Cheater, viel Spaß. So, Farms ist eigentlich mit die wichtigste oder eine von drei hauptwichtigen Dateien. Und zwar in Farms ist, ja, sind die Daten gelockt, ne? Also hier haben wir meine Farm. Hier haben wir den richtigen Kontostand, praktisch den In-Game-Kontostand. So, hier haben wir mein Nickname, der ist sowieso gleich. Alles andere dürfte, das ist Standardeinstellung, das bleibt. Hier steht, dass ich schon eine Motorsäge wohl mal gekauft habe. Könnte man mitnehmen. Und dann haben wir hier schon Statistiken. Ne? Die Statistiken nehme ich mal mit. Oder? Ja, doch, nehme ich mit. Obwohl, eigentlich fange ich neu an auf der Marsch. Nee, ich lasse das. Ich nehme nicht die Statistiken mit, Leute. Ich fange auf der Farm, auf der Marsch neu mit Folge 1 an. Ne? Ganz schön hell gegen mir. So. Schneit, wir haben keinen Schnee. So, also eigentlich mal, dass ich die Statistik einfach leer. Nicht so einfach, ne? Danke, danke immer noch für die Subs, die durchlaufen. Finanzstatistiken könnte man mitnehmen, kann man auch lassen. Also hier nochmal die letzten Tage. Aber ich muss sagen, nö, also hier nehme ich tatsächlich jetzt erstmal nur den Kontostand mit. Die Statistik ist erstmal nicht so wild, da ich tatsächlich, ich fange ja wieder bei Folge 1 an, fange auf der Marsch, was ja den Spielstand ansonsten angeht, ja bei 0 an, also nehme ich mal jetzt die ganze Statistik nicht mit, was in den letzten ca. 70 Stunden passiert ist, ne? Das spare ich mir mal, Leute. So, und dann
Wichtig, wichtig, wichtig. Das war auch nicht. Items habe ich nicht. Mission, das ist alles irrelevant. Placebills wäre nur interessant, wenn man irgendwas an Gebäuden mitnimmt. Kann ich aber nicht empfehlen. Lieber alle Gebäude verkaufen, die man auf einem anderen Spielstand hatte und wirklich ne, neu anfangen. Wenn man jetzt meint, man hat dadurch 200.000-300.000 verloren, weil man ja schon einen Kuhstall hatte und nur noch die Hälfte kriegt durch Verkauf, dann haut euch im Zweifel das Geld aufs Konto. Boah, Player, auch schön, was weiß ich. Vehicles ist eigentlich eher die entscheidende Datei. Die ist auf der Marsch natürlich noch leer. Die ist hier cool. Und den ganzen Inhalt, einfach rechte Maustaste alles markieren und hier drüben wieder alles auswählen und einfügen. Und schon habe ich eigentlich alle Fahrzeuge auf der Marsch stehen. Wo ich gespannt bin, was das Höhlenmodell angeht. Denn die Marsch hat ein Höhlenmodell Minimum 100. Ich werde das erstmal so testen und gucken, was passiert. Theoretisch sind die alle Fahrzeuge unter der Karte. Ne? Weiß nicht, ob sie ins Bodenlose fallen oder ob das Spiel das merkt und die Fahrzeuge auf also auf Landniveau zurückholt. Das werden wir ganz einfach testen, indem wir jo, neuen Spielstand gleich mal wieder starten. Das wollen wir mal schauen. Ich werde mal wieder kurz die Monitore switchen. So, Karriere, da sehen wir schon, Geld hat gestimmt, Spieldatum, also die Spielzeit. Okay, hätte ich eigentlich auch auf null machen können, aber ja, wir gucken einfach mal. Mods sind aktiv, kann schief gehen, kann auch nicht schief gehen, wir werden sehen, Leute. Ich bin selber gespannt, das ist nicht, ne, ich habe es noch nicht einmal getestet im LS22. Vielleicht habe ich jetzt irgendwie einen falschen Knopf gedrückt, irgendwas falsch gemacht. Kann sein, dass die Fahrzeuge alle unter der Karte sind und wir gleich nochmal in die Vehicles-Datei reingehen müssen. Und die Höhen anpassen müssen, einfach sozusagen auf deutlich über 100, damit sie dann praktisch auf den Boden fallen und nicht verschwinden. Mal schauen, bin gespannt. Ich weiß es selber nicht, passiert. Soll Autodrive? Nein, brauchen wir nicht. Ja, guck mal, hier sind wir nämlich jetzt unter der Erde. Ich glaube auch, guck mal, er fällt. Ne? Ihr seht, ich falle mit 600 km/h Richtung Bodenlose. Das heißt, ich switch nochmal wieder die Monitore. So, da bin ich wieder. Moin. Viel zu hell. Viel, viel, viel zu hell. So. Also, was müssen wir machen? Leider, wie gesagt, ist das Höhenniveau der Marsch ein bisschen anders. Ihr seht hier in der Mitte, also die Positionsdatei besteht ja eigentlich immer aus einer XY-Achse und auch hier dem Höhenwert. Ne? Und der Höhenwert ist in der Regel der kleinste. Nicht bei jedem, aber man kann auch sagen der mittlere. Wenn ich jetzt hier eine 1 vormache, und das muss ich jetzt leider einmal je Fahrzeug machen. Ihr seht hier, welches Fahrzeug ist es. Es ist hier zum Beispiel Lokomotive. Und da kann ich natürlich schon sagen, die Lokomotive macht gar keinen Sinn. Denn die Lokomotive gibt es nicht. Das ist gut, dass wir da nochmal reingucken. Das ist zu löschen. Denn der Zug kommt logischerweise aus der Frankreich-Map mit. Ist aber nicht, nicht mitzunehmen hier so. Ne? Das macht keinen Sinn. Sollte es einen Zug geben auf der Marsch, dann wird er später in den Vehicles drinnen stehen. Und dann wird die Vehicles eben muss ergänzt werden. Ne? So, danke für den Support. Also hier kommt eigentlich unser erster Eintrag, ist der Topliner. Und der Topliner steht hier auf Höhe 67, wir machen ihn mal auf Höhe 167. Dann gehen wir weiter, da stehen die ganzen Daten zu dem, bla bla bla, bla bla. Was er alles kann, was er nicht kann. Das gehört alles tatsächlich hier zum Deutz, ist ja auch Wahnsinn. Ne? Hier kommen wir jetzt zum Schneidwerkswagen, das ist... Dann Kursplay, ne? Also wenn man Kursplay drin hat, hat das etliche neue Einträge. Also den Umzug würde ich jetzt wahrscheinlich empfehlen, erstmal ohne aktiviertes Kursplay und Kursplay erst nachträglich wieder aktivieren, weil man sich dann diese ganzen Einträge, die ihr hier seht, komplett einfach mal spart. Ne? Macht die Datei schon ein bisschen länger und unübersichtlicher. Also hier haben wir den Schneidwerkstrailer. Der ist auf Höhe 100, auf 65, ein Packing auf 165. Geht weiter mit, umso weniger Fahrzeuge, umso schöner, umso leichter.
So viel kann man aber auch nicht falsch machen. Wichtig ist, also ich mache mir immer einen Trenn zwischen, ne, Schrägstrich hier Vehikel, dann mache ich mir einen Trenn und dann sehe ich, okay, das nächste jetzt hier ist der Cargos, machen wir auch auf Höhe 164. Ich kann es leider nicht global ändern, weil alle ja doch irgendwie auf unterschiedlichem Höhenniveau stehen. Man könnte, ja doch, man könnte theoretisch eine Position festsetzen, aber dann sitzen alle auf einer gleichen Position und das hilft einem ja auch nicht so richtig weiter, ne? So, Arion, was ist das denn hier? Wieso hat er zwei Komponenten? Verstehe ich nicht, aber kann nicht schlimm sein, wenn ich immer überall eine 1 vorsetze. Definitiv nicht schlimm. So, der hat natürlich auch Kursplay, der hat auch noch irgendwelche gelockten, achso, der übernimmt tatsächlich die Kursplay-Daten aus der anderen Karte, ne? Deswegen ist die Datei so lang. Also definitiv nochmal von mir die Empfehlung, wenn ihr umzieht, schmeißt Kursplay vorher raus, dann müsste er eigentlich diese ganzen Einträge in der Vehicles, also das hätte ich schon in Frankreich machen müssen, ne? Im letzten Frankreich-Stream hätte ich ganz entspannt Kursplay rausnehmen müssen, dann rein speichern und gut. Was denn hier? Also überall eine 1 vorweg. Eure Werte werden, je nachdem wo ihr auf der Karte steht, halt auch ähnlich aussehen. Es kann auch sein, dass man nachher ein Fahrzeug vergisst. Vielleicht merkt man es, oder man guckt mal wieder in die Vehicle-Datei rein und schaut, oh, da ist aber einer abhanden gekommen. So, weiter geht's. Eine Halbzeit so ungefähr, das ist halt, wie gesagt, ne? Kursplay hat das jetzt echt deutlich verlängert. Da muss man auch sich ein bisschen Zeit für nehmen. Also ganz in Ruhe für die, die YouTube jetzt schauen, die können wahrscheinlich 10 Minuten oder 5 Minuten weiter scrollen und dann sollte ich so langsam am Ende sein. Und dann testen wir wieder und gucken auf der Karte, ob es geht oder nicht. Hier haben wir wieder Kursplay. Kursplay muss ich halt schauen, das muss ja alles einmal gelöscht werden, was die Träger drin haben. Ich traue mich aber noch nicht, das jetzt hier innerhalb der Vehicles zu löschen. Das war noch ein bisschen zu riskant. So. Scroll, scroll, scroll. Müsste aber eigentlich auch gehen. So, 1, 1, 1. Dieses Fahrzeug 1. Oh, Bondlader. Wir hätten auch noch gut ein bisschen vielleicht Equipment verkaufen können, aber früher oder später brauchen wir bestimmt so gut wie alles, ne? Ich glaube sogar mit den einzelnen Abkürzungen könnt ihr teilweise mehr anfangen als ich. Nur mal als Info, leider das mit dem Trailer habe ich jetzt nicht mehr geschafft, durch Stadion zu stellen, aber werden wir mit Sicherheit mal irgendwann mal sehen. Danke auf jeden Fall dafür. Spätestens wenn wir später anfangen, da Produkte zu verkaufen, wird als Deko irgendwie der daneben anstehen. Und ne, also wenn ich jetzt, ne, wie gesagt, wenn ihr jetzt gerade mich irgendwas direkt fragt, ich kann jetzt nicht auf den Chat eingehen, dann müssen die Moderatoren voll aktiv sein und ihr Bestes geben. Ich muss nämlich einmal versuchen, hier nicht zu viele Fehler reinzuhämmern, weil das man kann sich ja immer eine Sicherheitskopie machen, habe ich aber nicht. Bei mir ist es jetzt hier, ne, wenn ich die Datei jetzt irgendwie durch einen blöden Klick mir fehlerhaft mache, muss ich von vorne anfangen. So. Deswegen immer schon so ein bisschen zumindest gucken, was man tut. Kann nicht schaden. Da kommen wieder Kursplay-Daten. So, ein neues Fahrzeug. Jump. Was denn? Aber ihr seht schon, also der Standardhöhe, die Höhe ist immer so um die 60 bis 70. Das ist also das Hofniveau auf der Frankreich-Map gewesen. Und da das NF Marsch Mindestniveau bei 100 liegt, Höhenmodell, muss man halt diesen Weg einmal gehen. Jetzt nix. Ich weiß nicht, wie sind denn so die Standardwerte von der amerikanischen Karte oder von der Alpenkarte? Falls irgendjemand auch eine Vehicles-Datei mit so einem Spielstand hat, würde mich mal interessieren. Vielleicht könnt ihr da auch sagen, ja, auch der normale Alpenhof hat ein Höhenmodell von vielleicht sogar schon deutlich mehr. Weil in den Bergen oder die Standard amerikanische Karte hat, ne, noch weniger, ist, was weiß ich, im Nullbereich. Das bestimmt ein Fahrzeug.
Danke Nordbauer für Stufe 3 Sub. Und Stege, danke für die Bits. Danke, danke euch für Support. So, ganz viel Cosplay-Daten. Ihr seht, ich bin auch fast am Ende der Datei. Sind höchstens noch 2, 3. 4, 5, mal sehen. So, hier kommt noch eins. Das ist der Case. Ihr seht, das ist Fahrzeug Nummer 48 ID. So, da haben wir hier eins. Da eins und hier eins. Da bin ich mal gespannt. Das ist Big Bag Palette. Das ist irgendwie eine Big. Das sind hier Paletten oder irgendwas. Die müssen wir sowieso mal gucken, wie wir die nachher wieder zurückkriegen. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Das ist irgendwie eine Kalkpalette oder so, die wahrscheinlich am Hof rumlag. Ne? Ja, man findet auch so alles Mögliche wieder, falls man mal irgendwann irgendwas vermisst, was unter der Karte verschwunden ist. Dann lohnt es sich hier reinzugucken. Denn es kann sein, dass dieses Objekt immer weiter fällt und irgendwann steht hier Millionen, Milliarden Werte. Und es wird auch performance-technisch wird es nicht sinnig sein, wenn es immer Objekte gibt, die einfach immer weiter ins Bodenlose fallen, in ein schwarzes Loch gesaugt werden oder wie auch immer man das vorstellen will. Keine Ahnung. So, passt. Habe ich auch, passt. So, weiter geht's. Das ist wieder Cosplay gelöst. Also am Ende wird es alles erwischt haben. Heute ist noch nicht ganz Release, nee, aber bald. Wir sind nah dran. Bisschen was will ich noch tun. Shelly kümmert sich um die Wunschhäuser, das per E-Mail, ne? Also Shelly sitzt gerade dran und guckt, glaube ich, auch wieder, ob belegt oder nicht. Also wenn ihr das abgegeben habt auf der Homepage, euren Wunsch, vielen Dank, wie gesagt, mindestens Landwirt oder jetzt auch Twitch-Sub-Stufe 3, gerne melden und Shelly verteilt. Und wir haben auch teilweise schon Doppelbelegung, aber manchmal hat man ja schon einen zweiten Wunsch gleich mit angegeben. Und das ist dann so. So, weiß nicht, ich speichere einfach mal. Und wird mal wieder gucken, was passiert, wenn ich das Spiel starte, oder? Ein Wohnwagen nachbestellen fürs Grundstück. Ja, theoretisch könnte man den wahrscheinlich irgendwo hinstellen, ja. So, ich sitze mal wieder hier. So, warte mal, wo ist denn das? Das habe ich hier, so. Sind wieder hier im Dark Mode unterwegs. Nur Kontostand ist auch easy, ne? Also Fahrzeuge mitnehmen, das ist schon wieder viel Zeit. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen komplexer, wie man gerade gesehen hat. Man muss dann doch immer eine Zahl ändern und ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu häufig vorbeiklickt. Die Höhe der Army-Karte ist 86. Ja, das reicht leider auch nicht ganz. Oh, Karte lädt, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Ich hatte mir Haus 65 mit Wohnwagen rausgesucht, aber das war ein altes Bild. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile alle neu sind. Ja, müssten ja eigentlich alle neu sein, die Bilder, ne? Also Kontostand mitnehmen, man kann natürlich alle Fahrzeuge auch verkaufen. Und Autodrive, nö, es macht noch keinen Sinn. Also Autodrive hier, ne, das sind immer noch die alten Routen, auf denen die paar Autos hier so rumfahren, die es so gibt. Das hilft noch nicht so richtig weiter, von daher macht es keinen Sinn. Ne? So, ich kann durchtappen, wir sehen ein paar Fahrzeuge. Die spannende Preisfrage ist tatsächlich, wo sind die Fahrzeuge gelandet? Tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Man kann Fahrzeuge natürlich jetzt zurücksetzen, Stück für Stück einfach über Escape. Noch gehört mir ja eh kein Land, also fahre ich auch nichts kaputt. Denke ich, werde sie gleich zum Hof zurücksetzen. Hier stehen die beiden Drescher. Könnte so nochmal zu überlegen, wo ich auf der, ne, Frankreich-Karte war. Ich habe die PDA-Karte neu gemacht. Ah, guck mal, da sind auch die alten Cosplay-Dinger tatsächlich noch. Ist auch echt lustig, ne? Aber wo kommen die jetzt? Wo hängen die denn dran? Am Fahrzeug? Ja, sind ja dann die Kurse, die am Fahrzeug hängen, ne? Na toll. So, das war diese ewig lange Eintrag gerade eben in der Vehicles. Aber ihr seht, es sieht ganz sauber aus. Ich habe die Fahrzeuge, die wir wohl brauchen. Das Wichtigste sind zwei Drescher, drei Trecker. Plus einiges an Anbaugeräten. Ob jetzt irgendwas verloren gegangen ist, das gucke ich mir vielleicht im nächsten Schritt nochmal an. Aber ich glaube, das schon.
würde sagen, das war Umzug Teil 1, um die Folgen jetzt nicht zu lang werden zu lassen und auch gleich nochmal wieder das schöne Intro zeigen zu können, liebe Leute. Mache ich hier für YouTube einen Break. Wir werden natürlich noch eine weitere Folge hier machen, Umzug, was jetzt den Hofaufbau angeht. Wir werden ein paar Hallen platzieren. Ich werde euch zeigen, welche Hallen ich jetzt hier eine Karte mitgebe. Und ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke für euren Support, danke fürs Reinschalten, bis zur nächsten Folge und auf Twitch. Bis gleich.